und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Wie ihr unschwer erkennen konntet auf dem Bild, handelt es sich jetzt bei diesem nächsten Projekt wieder um eine 3D-Torte. Um Chase, der ist nämlich von Paw Patrol, der Schäferhund, das ist dieser Polizeihund. Ich habe auch hier nochmal, ich habe mir als Skizze schon mal hier ihn schon mal in DIN A4 ausgedrückt. Und zeige euch jetzt erst einmal, was ich alles schon zubereitet habe. Im Vorfeld, also gestern, habe ich schon mal hier diese Teigböden gebacken. Das ist der gleiche Teig, den ich auch in der 3D-Kameratorte verwendet habe. Der war nämlich super lecker, hat allen geschmeckt, war super schön nussig, saftig. Und, also ich fand ihn wirklich einfach nur perfekt. Und er krümelt nicht so stark, denn das ist nämlich wichtig bei 3D-Torten. Davon habe ich quasi zweimal dieses Rezept gebacken und in 20 cm Durchmessern. Ich schreibe euch wie immer alles in die Infobox unten hin, die genauen Rezeptangaben. Dann habe ich heute Morgen schon die Nutella-Buttercreme zubereitet. Die habe ich da auch zubereitet, auch in den gleichen Angaben. Die Ganache habe ich schon zubereitet und habe gestern mir schon mal hier diese Cakeboards zusammengebastelt. Da muss man sich halt im Vorhinein so ein bisschen überlegen, wo man diesen Punkt ansetzt. Ich habe mir jetzt hier einfach hier, das ist nur eine 25 cm Cakeboard ungefähr, habe mir das gestern mal so einen Kuchen hier rangehalten, habe so überlegt, ja, hier, also hier vorne werden dann die Füße sein. Habe mir hier also zwei Stück genommen, habe das erste einmal mit diesem Durchmesser ausgeschnitten, das andere unten drunter und habe es mit Sekundenkleber festgeklebt und habe zur Sicherheit hier oben nochmal so ein ganz normaler Tortenunterleger, einfach nur als Zwischenstück, damit die Torte nicht mit dem Kleber und mit dem ganzen Bastelstaub da zusammenkommt. Und jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt geht's nämlich ans Starten, das Aufregendste von allen. Ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los, denn die Torte muss auch noch genügend kühlen, da ich die ja wie immer geschmackvoll haben will und nicht an der Creme sparen werde, muss die dann im Kühlschrank dafür auch ein bisschen länger hart werden. Als allererstes nehme ich mir jetzt die Teigböden hier hin. Und stapel die schon mal alle übereinander. Und das gerade. Gestern habe ich mir hier schon mal diesen runden Kreis markiert, als ich ausprobiert habe, wo ich ihn hinstellen will. Und jetzt werde ich den einmal hier komplett einmal durchbohren, damit ich hier genau den Mittelpunkt habe, wo ich dann die Torte hier drüber lege, damit ich die einfacher dann stapeln kann. Dann bohre ich einmal vorsichtig durch. Also ich habe mir jetzt hier schon mal wieder die selbstgemachte Marmelade geholt. Das ist so eine, im Endeffekt wie so eine Waldfruchtmarmelade. Da habe ich alles reingemixt, was ich hatte an Obst. Hier habe ich die Haselnüsse gestern auch schon in der Pfanne geröstet, auch so wie in dem 3D-Video. Und hier ist die Schokoganache. Die habe ich in zweifacher Portion zubereitet, einfach nur zur Sicherheit, weil lieber man hat ein bisschen zu viel, als am Ende dann noch irgendwie was nachmachen zu müssen und dann keine Zeit zu haben. So, und jetzt geht's los. Jetzt nehme ich so ein bisschen von der Ganache. Ich mache die hier schon mal auf das Board. Ihr Lieben, das Ganze stellen wir jetzt erstmal in den Kühlschrank und da lassen wir das Ganze für mindestens 2 Stunden kühlen und dann fangen wir an zu schnibbeln. So ihr Lieben, der Kuchen hat jetzt gekühlt. Ich habe ihn jetzt mal hier auf so einen Drehteller wieder drauf getan, damit ich ihn einfacher zuschneiden kann. Zur Orientierung, das hier vorne wird der Vorderkörper, also der vorne der Körper sein, also wenn ihr quasi meine Schablone so seht,
ist das dann hier vorne. Und hinten ist dann der abgeflachte Rücken. Und jetzt würde ich sagen, ich schneide einfach und ihr schaut zu. Und am besten ist auch sowieso immer, man orientiert sich nach seiner Skizze, die man hat. Ich habe jetzt hier den mir mal ausgeschnitten, damit ich A, den Körper für mich so habe und den Kopf. Und daran werde ich mich jetzt einfach orientieren und ihn dann so zurechtschneiden. Und lasst euch da auch ruhig Zeit, weil es gibt ja nur einen Versuch, ihn zuzuschneiden, und macht das Ganze in Ruhe. Viel Spaß beim Zugucken! So, lieben, also ich habe jetzt quasi die 1, 2, dritte Schicht hier so rund abgeschnitten. Ungefähr immer so. Hinten habe ich ja komplett einmal so geschnitten. Dann habe ich nach diesen drei Schichten, diese zwei Schichten einmal hier von der Seite gerade runter geschnitten und hier von vorne. So, und dann noch diese Seite. Und dann habe ich mir die Mitte markiert. Und die hier so weit ausgeschnitten. Jetzt sieht man, erkennt man schon ein bisschen hier den Oberkörper, hier oben die Ober, nennt man das, in Oberbeine, und hier unten kommen dann die Füße ungefähr hin. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Vorderpfoten, also hier das, die Ecke kann man hier nochmal so ein bisschen runterschneiden. Und jetzt müssen wir die zwei Pfoten trennen. So, ihr Lieben, ich habe jetzt hier so lange rumgeschnippelt, bis es mir gefallen hat. Seht ihr? Ich hoffe, ihr erkennt es auch richtig. Also hier vorne ist der Oberkörper, hier sind die Beinchen, hier unten die Füße. Hier sind auch die Füße, hier ist der Oberschenkel. Dann ist hier unten der Rücken, geht nach hinten gerade raus. Hier oben ist wieder der Oberschenkel. Ich habe das immer in so zwei Böden für zwei Teile quasi. Zwei Teile sind die Füße, zwei Teile sind die Beine und ungefähr drei Teile ist der Oberkörper. Und man kann das übrigens mit dem Messerchen richtig gut, ich habe das jetzt so schön zugeschnitten und dann auch versucht, mit dem Messer hier überall so schön schon schön platt zu drücken. Durch die Creme hält das auch richtig gut. Und wenn ihr irgendwo Stellen habt, wo noch so ein bisschen Lücken sind, habe ich einfach quasi die Krümelchen genommen und dann hier mit dem Messer schön drauf verteilt und drauf gedrückt. Und das Ganze streichen wir jetzt mit der Ganache ein. Also dieser Schritt ist ganz wichtig, dass ihr euch da einfach Zeit nehmt und guckt und so lange hier rumbastelt, bis es euch gefällt. Weil danach kann man das natürlich nur noch mit der Schokolade ausbessern. Und ich finde es immer wichtig, dass es schmeckt und soll ja nicht alle Ritzen voll mit Schokolade sein, sondern mit dem Kuchenteig und mit der Creme. Und so gefällt er mir jetzt hier ganz gut. Und jetzt streichen wir das Ganze ein. So, jetzt nehmen wir die Ganache. Die ist jetzt schön streichfähig. Die erste Schicht, die macht man ja sowieso immer ganz dünn drauf und die dient einfach nur zur Krümelbindung. So, ihr Lieben, jetzt habe ich erstmal die erste Schicht eingekleidet quasi oder eingecremt. Und jetzt wandert das erstmal in den Kühlschrank, einfach nur damit es nochmal ein bisschen fester wird. Und danach zeige ich euch, wie wir das Ganze auch noch schön glatt kriegen. So, ihr Lieben, für den Kopf machen wir eine Rice Krispie Masse. Hier habe ich jetzt 500 Gramm Marshmallows
500 Gramm, das sind so Cornflakes, also so Rice Krispies. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die gibt es eigentlich in jedem Supermarkt. Und 50 Gramm Butter. Und jetzt erwärmen wir erst einmal die Marshmallow-Masse und auf mittelhoher Hitze und passen natürlich auf, dass die nicht verbrennen. Und dann wird das mit dem zusammengemixt und das zeige ich euch gleich. Seht, langsam fängt es an zu schmelzen. Sieht schon lustig aus, oder? So, ihr Lieben, wenn das Ganze jetzt hier so schön geschmolzen ist, geben wir dann hier noch die Butter hinzu und mischen das Ganze unter. So, ihr Lieben, jetzt wird das Ganze zur Rice Krispie Masse rübergegeben. Jetzt muss man aufpassen, die Masse ist ja ganz heiß. Im Übrigen kriegt ihr hier die ganze Schmasselerei mit Wasser und ein bisschen Spüli wieder im Griff, indem ihr das Ganze aufkochen lässt. Jetzt ist das Ganze noch heiß. Wir können es noch nicht mit den Händen verkneten, aber dafür mit dem Löffel. Und dazu gehen wir jetzt einmal erstmal wieder rüber. Daraus forme ich einen Knochen. Damit ich einfach einen Sinn dafür habe, damit ich einfach schauen kann, wie groß der Kopf sein muss. Einfach mal die Bäckchen von ihm. Formt euch das einfach so erstmal grob vor. Ist auch nicht schlimm, wenn es nicht ganz perfekt ist. Den Rest können wir dann später auch mit Modellierschokolade und alles wieder ausgleichen. Ich versuche jetzt gerade noch mal den Kopf ein bisschen rund zu formen, weil ich ihn jetzt gerade eben ein bisschen platt gedrückt habe. Hinten. So ihr Lieben, ich habe jetzt alles hier in Folie, Frischhaltefolie eingepackt. Ihr seht, versuche ganz fest hier drum rum zu kommen. Und so werde ich das Ganze jetzt erstmal in den Kühlschrank stellen. Und dann streichen wir jetzt erst einmal die Torte zum zweiten Mal glatt. So ihr Lieben. Ich habe den jetzt hier schon mal schön eingestrichen. Da solltet ihr euch auch ganz viel Mühe geben, so glatt wie möglich hinzukriegen. Ich verrate euch mal einen Trick, wie ich das hingekriegt habe. Die erste Schicht habe ich euch ja gezeigt. Die zweite Schicht habe ich dann dünn aufgetragen und bin dann immer so Schicht für Schicht habe ich dieses, das ist so von dem was war's? Buttermilchbecher, habe ich einfach so gerade abgeschnitten. Und damit geht man dann einfach hier so von unten nach oben so entlang und streift das so lange und wiederholt diese Vorgänge, bis es schön glatt ist und bis ihr zufrieden seid. Diese kleinen Ecken hier, die habe ich mit der Hand, bin ich die nochmal nachgegangen, damit die schön glatt sind. Und jetzt kneten wir schon mal den Fondant weich. Hier habe ich jetzt im Endeffekt 1 Kilogramm braunen Fondant. Den kneten wir jetzt schon mal weich. Der ist mit Schokolade verfeinert, also mit Schokogeschmack.
finde die Farbe. Sieht auch perfekt aus, wenn ich das jetzt hier so vergleiche. Passt das ganz gut. So ihr Lieben, ich habe jetzt hier den braunen Fondant schön weich geknetet. Bevor ich hier diesen blauen Mantel umhängen kann, müssen wir hier erstmal zwischen den Beinen einen braunen Strang entlang reintun. So, und damit der Rest hier, den ich schon schön weich geknetet habe, nicht eintrocknet, tue ich den hier schon mal in so eine Gefrierbeutel zurück. Werde den luftdicht abdecken und auf die Heizung tun, damit der schön weich bleibt. Und bevor wir jetzt den Körper hier blau einkleiden, also hier, jetzt nochmal hier auf dem Bild, bevor wir hier diesen blauen Teil machen, da habe ich mich doch entschlossen, ich werde es doch hier oben noch mal ein bisschen stabilisieren, weil ich will ja am Ende den Kopf hier oben draufsetzen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es dann durch den ganzen Transport bis dahin dann doch einbricht. Das zeige ich euch gleich, wie wir das machen. Okay, ich habe doch noch mal hier so ein Cakeboard zurechtgeschnitten. Das gebe ich jetzt hier noch mal drauf, vorsichtig. Passt. Das war nun mal der Test und jetzt muss ich das Ganze stabilisieren mit solchen zusätzlichen Rohren. Die müssen dann genauso hoch sein wie das Cakeboard an sich. So, ich habe mir das jetzt mal markiert, dann hole ich das raus. Und schneide jetzt alle zurecht. Dann mache ich hier oben noch mal ein bisschen Ganache drauf. Und dann muss man das jetzt natürlich noch mal hier so ein bisschen einkleiden, damit man den Hals hier nicht so sieht. Räumen wir den Fondant ganz dünn aus. Die Form ist schon hier unten ganz gut zugeschnitten. Ich mache trotzdem immer noch mal hier so einen geraden Cut. Jetzt lege ich das Ganze von hinten an. Das ist ein bisschen einfacher. So, ihr Lieben, ich habe schon mal braunen Fondant weich geknetet, also den ich schon gerade eben zur Seite gemacht habe. Ich habe den hier schon mal dünn ausgerollt und mir schon mal so ganz leicht in Form getan. So, jetzt merke ich langsam, dass das ein bisschen zu trocken wird. Jetzt muss ich das hier nochmal so ein bisschen einsprühen. Dran.
So ihr Lieben, ich habe jetzt hier schon mal goldenen Fondant mit ein bisschen braun gemixt, damit das hier von der Farbe, finde ich, ein bisschen besser passt. Jetzt habe ich mir jeweils so 4 Kügelchen zurecht gemacht. Zuckerkleber und kleben da die Enden zusammen. Und dann nimmt man sich hier so ein Modellierwerkzeug und geht dann einfach hier so hoch. So, Lieben, ich habe jetzt schon mal den Kopf hergeholt. Und vorher zeige ich euch aber hier noch das Endergebnis. So schaut das jetzt bei mir aus. Ich nehme jetzt hier nochmal so ein bisschen Ganache. Ich habe übrigens erst im Nachhinein das Loch reingemacht, da gebe ich euch einen Tipp, macht das vorher. Ich streiche jetzt hier so ein bisschen Ganache ein, einfach nur damit der Kopf dann hält. Mal so ein bisschen als Kleber. Und jetzt geht's ans Modellieren des Kopfes. Meine Lieben, ich komme jetzt hier aus der Modellierschokolade. Ist eigentlich auch egal, welche Farbe ihr nehmt. Es wird ja sowieso noch bedeckt. Einfach hier nochmal so ein paar Strukturen im Gesicht. Vorsichtig hier drüber. Ich konnte gestern leider nicht fertig filmen, weil dann der Akku von dem Licht oben leer war und ohne dieses Licht oben sieht man gar nichts. Deswegen zeige ich euch jetzt mal den Zwischenstand, was ich hier schon vorbereitet habe. Also ich habe hier gestern schon mal, das haben wir glaube ich alles gesehen, dieses Braune habe ich euch auch noch gezeigt, wie man das schön drauf macht. Dann habe ich hier die Augenbrauen modelliert und hier dran getan, habe mir die Augen ausgeschnitten. Ich weiß nicht, inwieweit man das sehen konnte. Habe die einfach hier so von meiner Skizze abgeschnitten und habe die einmal hier angelegt und hier ausgeschnitten. Und dann einfach weißen Fondant genommen, den dünn ausgerollt, ausgeschnitten, hier vorsichtig reinmodelliert und mit den Händen zusammengeschmiegt, dass es eine Ebene ist. Habe dann braunen Fondant genommen, habe mir einfach so eine runde Lochtülle genommen, habe die einmal so ausgestochen, ihr seht, die passt. Und danach nochmal schwarzen Fondant und den habe ich dann aber so rund zusammen ausgeschnitten. Da hat das mit der Lochtülle nicht geklappt, weil die ja natürlich zu groß ist. Und die hier vorsichtig dran gemacht und dann so einen weißen kleinen Klecks als Lichtreflex. Hier nochmal die Nase. Die Nase hatte ich ja schon vorher so anmodelliert. Das heißt, ich habe die auch nur ganz dünn ausgerollt und dann hier so angelegt. Habe dann hier mit so den kleinen braunen Resten hier so diese kleinen Pünktchen, die Chase hat hier.
Seht ihr? Von den Schnurrbarthärchen. Die Teile, die habe ich dran gemacht. Und dann habe ich den Rest vom Kopf jetzt nochmal ein bisschen mit ganz vorsichtig eingestrichen. Mit der restlichen Ganache, die ich noch hatte. Und im Hintergrund seht ihr, ich habe hier die Mütze schon mal mit Ganache eingestrichen und hinten den Knochen. Und jetzt modellieren wir nochmal die braune Masse und legen die dann hier oben drauf. Nämlich noch mal ein bisschen schwarze. Wenn man silbern Fondant hat, kann man auch silbern nehmen. Und den rolle ich dünn aus und jetzt machen wir hier so einen Reißverschluss. Das Käppi einfach hier aus schwarzem Fondant, das gefällt mir irgendwie besser. Weil das dann nicht ganz so dick ist. Dazu mache ich den jetzt weich und werde den nicht ganz so dick ausrollen. So ihr Lieben, das mit der Mütze ist ein bisschen typisch. Ich habe jetzt mal versucht, mit noch so Rollen unten drunter das Ganze zu fixieren. Also nicht nur mit den Stäbchen, aber irgendwie ganz so zufrieden bin ich nicht. Aber ich kann gerade die Situation nicht ändern. Jetzt werde ich nochmal blauen Fondant ausrollen und den dann hier oben drüber legen, wie als Mütze. Ich habe jetzt hier schon mal den Schwanz modelliert, genauso wie hier unten, einfach so einen Strang und den hier mit dem Rest von der Hauptfarbe dran gemacht. Dann habe ich hier diese Seitenstreifen dran gemacht und hier oben dieses kleine, einfach nur so Sternchen ausgestochen. Und jetzt geht es an die Ohren. Da habe ich jetzt einfach weiß, gelb und ein bisschen von dem Braun gemischt. Und habe jetzt CMC-Pulver reingeknetet, damit das Ganze jetzt fester wird. Und da werde ich auch einfach gleich die Schablone benutzen und das damit ausstechen. Und weil das Bild noch ein bisschen mehr rosa ist, gebe ich jetzt nochmal ein bisschen rosane Gelfarbe hinzu. Oder Paste eher gesagt. Paste ganz wichtig, denn sonst bei flüssiger Farbe, die verändert ja die Konsistenz. Ich habe jetzt hier einfach weiße Schokoganache genommen, die ich noch habe, und habe die grün gefärbt und tupfe die jetzt so auf, als wenn das Gras ist. Noch zu verstärken, pinsel ich das hier vorsichtig mit nochmal so ein bisschen blauer Pulverfarbe ein. Jetzt setzen wir nur noch die Öhrchen drauf. Die mache ich ja gerade wieder mit Zuckerkleber. Der Kühlschrank hat die schön festgemacht. Klebt die auch noch mit den Öhrchen oben noch an der Mütze fest, um sicherzugehen, dass die während dem Transport gleich nicht umkippen. So ihr Lieben, es ist geschafft. Ich zeige euch das gerade noch mal im Drehen. Wir beeilen uns jetzt, wir transportieren das hoffentlich sicher zu Luca. Der erwartet uns auch schon gleich. Wir müssen nämlich schon in 20 Minuten da sein. Also müssten wir jetzt genau jetzt los. Wir hoffen, Luca freut sich und ich hoffe, ihr versucht die auch mal nachzumachen für eure Liebsten. Wir werden berichten, wie es geschmeckt hat. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!